eigentlich nicht so viel Gewinn machen können. Ja? Einfach nur wenige Prozent, ein paar tausend Rupias. Ja? Kartoffeln kennt ihr, ne? Gibt es in Deutschland auch, ja, ich habe es noch nie gegessen. Also, nicht gegessen. Es wird nicht als normales Essen so gegessen, aber als so Kleinigkeiten, ja, also als Snack sowas, ne? Okay. Aber so essen als Hauptnahrungsmittel, also isst man das nicht. Auch ja. Nicht, ja. Okay. Nein, ja. Normalerweise isst man einfach so, weil es süß ist, ja. Ja. Und auch schon zusammen mit Kaffee, ja. Ah, okay. Ja, oder mit Tee. Normalerweise, wenn man zu Gast kommt, ja, in ja. einer Familie, dann ja. sagt er, also da haben wir auch schon Süßkartoffeln dabei und die essen das einfach so als Snack so zusammen. Roh oder war das gebacken? Doch, gebacken oder gekocht, ja. Gekocht auch. Ja. Das ist ein botanischer Garten, links. Ja. Ja, also da sind schon Affen da, auch schon verschiedene Arten von Bäumen. Ja. Die Familien, die kochen einmal am Tag oder alle zwei Tage Reis und machen dann immer in der alle, Form alle, ja. alle zwei Tage Reis, ja, je nachdem, wie viel dann die aufessen. Wie wird das warm gemacht? Ja, wie wird das wieder warm gemacht? Da gibt es dann auch schon so einen Topf, ja, ja. auch schon Elektrik, ja. ja. Also es kann also warm bleiben, ja, damit, ja. Okay. Also ist alles dann... Ach, dann bleibt ja zwei Tage warm, der Reis. Mhm, genau, ja. Ach so. Ja. Okay. Das ist so eine Art von... Also die, mit dem kochen wir einfach mal in den Stecker rein, ja. dann mit Strom, ja, ja. das kocht, ja, und dann... Lässt man einfach nur so der Gerät hier ja. und es bleibt dann immer warm die ganze Zeit. So. Ja. Okay. Dann wird es immer in der Gaststätte in eine Form gemacht oder auf den Teller gelegt? Ja. Okay. Ja, sowas dann. Dann. Wir essen das immer warm, heißt es dann. Ne? Und das wird nicht weicher irgendwie? Nein, nein, okay. ja. Es wird etwas hier gebaut. Ja. Thank you.
werden Tabak hier getrocknet rechts hier. Ah. Tabakblätter, die sind schon geschnitten. Ja. Okay. Da hier die Tabakblätter, ja. Die sind ja noch die ganze Blätter da, okay. Werden noch geschnitten. Und hier auch Tabakblätter? Ja, gibt's auch. Ja. Das ist auch schon ein großes Geschäft bei uns. Er wird exportiert. Ja. Okay. Die beste Qualität von Tabak heißt, also Tabaksorte heißt Virginia. Ja. Okay. Und sollte auch schon nach Europa geschickt werden. Ah, ja. Okay. Ja, also exportiert. Aber nennt man das Sumatra-Tabak. Ja? Okay. Also Sumatra hat den guten Ruf, ja? Aber okay. Es wird dann auch schon hier produziert, ja? Also hier angebaut und dann exportiert. Und dann wird dann so die Marke bekommen als Sumatra-Tabak. Ja? Wenn man in Europa etwas von Sumatra-Tabak auch redet, dann redet man von dieser Virginia-Sorte von Tabak. Ja? Also es wird viel geraucht bei uns hier. Zurzeit, ja? Da die Zigaretten teuer sind, ja? Ja. Dann die rollen selber, ah, okay. Ja, also rollen selber diese Tabakblätter und gibt es keinen Filter dafür, ja, dann werden die auch schon süchtig, ja, ja, okay. Ja, also wenn die dann so rauchen und also zu stark, ja, aber damit also sind sie da auch schon mit einem starken Tabak, ja, und die wollen halt auch schon stärkere in die Zukunft auch stärkere Tabak vielleicht. Brauchen, ja. So eine Moschee, ja. Nee, hier auf dem Wagen ist meistens immer so unterwegs. Ah, also, ja. Benzin oder? Da, nee, das Waren, ja, was die Leute hier verkaufen an der Straße. Ja. Also, die sind ja Zulieferer von Fabriken, ja. Okay. Also, da haben die viele Waren drin, ja. Ja, und nee, aber das sind so Metallbehälter. Ich sag mal, wenn es wieder welche gibt, okay. Metallbehälter, das ist so grüne. Ich dachte, das wäre so das Auto nee. Mit so. Die Autos bringen das immer ganz viel an. Grüne Metallbehälter, so kleine. Wie Gas oder so. Grün, ja? Ah, Gas, ja? Also die Gasflaschen, oder? Gas, ja, so ja kleine, die okay. Grüne, ja? Ah, okay. Ja, etwa so groß, ja, ne? Genau. Ja, Gasflaschen, ja? Ah, okay. 3 Kilo, ja? Ja? Die sind ja für die armen Familien, ja? Also das heißt, es wird ja vom Staat unterstützt, ja? Das heißt, nur die armen Familien das kaufen dürfen, ja? Ah. Aber egal, manchmal im Praktik, in der Tat, also ja. Können wir alle kaufen. Also es wird nicht nachgeprüft, nicht gefragt, ja, okay. Und so. Obwohl wir mit einem Auto hinkommen und sagen, wir wollen die ganze Flaschen kaufen, also Gas kaufen, ja. Dann wir kriegen das, ja. Und das muss der normale Mensch, der das nicht Anspruch hat, das muss der für Gas kaufen, größere Flaschen, oder? So für einen Monat zum Beispiel, meine Frau braucht 4 Stück, also 4 Flaschen. Ja. Okay. Für einen Monat, ja.